Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. So, nachdem Weezen und Dozer heute die Nachtschicht übernommen haben, habe ich mich rangesetzt und präsentiere euch noch zwei weitere Schiffe, die jetzt mit der Alpha 2.6 Flight Ready werden und ins Persistent Universe kommen. Und wie man hier schon sieht, als erstes nehme ich mir mal die Vanguard Hoplite vor. Ich glaube, die wird viele von euch interessieren. Es ist ein spannendes Schiff, weil es sich hier um eine Variante handelt von der Vanguard, die direkt für den Dropship-Gebrauch gemacht ist. Und deshalb hat sich im Endeffekt von außen auch nicht viel von dem Schiff verändert. Wir sehen hier, wir haben die Standardbewaffnung dran, der Vanguard Warden. Das heißt, hier haben wir eben die große Gatling dran, wir haben die Bering-Laser vorne drin, die fest montierten, wir haben oben drauf den Turm. Und ansonsten kann man von außen erstmal keine große Veränderung feststellen. Das ist ja eigentlich auch klar. Es handelt sich, wie gesagt, nur um eine Variante darum. Das wirklich Spannende spielt sich dann im Innenraum ab. Und hier sehen wir dann nämlich auch schon die erste Veränderung. Denn wir haben hier in der Hoplite auf jeden Fall eine deutlich breitere Rampe hinten. Dieses Schiff ist ja zum Absetzen von einem kleinen Trupp gedacht. Ich persönlich würde schätzen, insbesondere für Spec Ops, Spezialkommandos etc. würde sich das gut machen. Und hier sehen wir dann auch, wie das Ganze sich dann aufteilen soll. Das heißt, wir haben hier 4 Sitze auf der einen Seite und 2 Sitze auf der anderen Seite, allesamt Jump Seats, in die ich mich auch gleich noch reinsetzen werde. Und dann haben wir hier noch ein großes Waffenrack an der Seite, was momentan natürlich noch nicht bestückt ist und auch noch nicht bestückt werden kann. Aber das kommt dann dazu. Bevor ich mich jetzt hier hinsetze, gehen wir noch mal ein Stück weiter, um zu gucken, wie der Rest hier sonst so aussieht. Das heißt, wir haben hier weiterhin diesen etwas komischen Dead Space, den wir hier haben. Also ich verstehe nicht so richtig, wie der im Grunde genommen zustande kommt, aber also was der hier soll, das könnte man doch eigentlich vollpacken. Aber vielleicht sind hier auch Module oder ähnliches drin, die wir im Endeffekt dann später noch irgendwo brauchen, ausstatten können und so weiter. Der Pilotensitz ebenfalls, wie zuvor gesagt, hat sich nicht weiter verändert. Wir können uns hier jetzt hinsetzen und man sieht, der Stuhl wird dann mit uns herumfahren und nach vorne ran ans Cockpit. Auch in der Cockpit-Ansicht hat sich jetzt noch nicht viel getan. Also hier hat sich nicht viel verändert. Wir haben hier momentan noch ein paar PDU-Bugs drin. Das sieht man durchaus. Ansonsten sehen wir auf jeden Fall ein schönes Display hier unten. Das, glaube ich, ist neu. Das kenne ich auf jeden Fall aus der Vanguard noch nicht so in dieser Art. Und dann haben wir natürlich einfach eine wunderbare Rundumsicht, die hatten wir hier vorher in der Vanguard auch. Also insofern natürlich, selbstverständlich, nur durch den Innenausbau hat sich natürlich außen nicht viel getan und auch für den Piloten selbst nicht. Was wir noch haben hier oben ist natürlich der Geschützturm. Das heißt, hier kann dann entweder ein zusätzliches Crewmitglied oder eben einer aus dem Fireteam, der hier sitzt, eben in den Turm einsteigen. Und wie das Ganze aussieht, wenn man dann einsteigt, das kann ich euch hier zeigen. Das ist im Grunde genommen relativ einfache Animation, aber es funktioniert immerhin schon. Und wenn ich jetzt in die Außenansicht gehe, zack, da bin ich und so sieht das Ganze dann aus. Ich finde, so richtig glücklich sieht der Mann darin nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, Weezen würde ein ähnliches Gesicht machen, wenn er weiß, gleich geht es hier in den Boarding-Einsatz oder in irgendeinen Einsatz hier bezüglich dieses Dropships. Also, das ist die Variante. Was uns dabei ganz klar auffällt, ist, wir haben hier, bis auf diese Weapon Racks, die wir eben gesehen haben, keinerlei Stauraum ansonsten. Das heißt, wir haben hier auch keine, und das ist ganz wichtig, Escape-Pods drin. Das heißt, die Crew, die da drin sitzt, die ist dann damit auch gefangen in diesem Schiff. Wir haben die zusätzliche Konsole, die man auch noch sonst kennt aus den anderen Varianten, ist hier auch nicht mit drin. Wir haben also wirklich ein Schiff, wo man sagt, die Vanguard wurde genommen, alles was drin ist rausgezogen, die Rampe ein bisschen verbreitert und ansonsten befinde ich mich hier unter meinen Kameraden und man kann sich gegenseitig Glück zuwünschen, bevor es dann hier durch den Boarding-Einsatz rausgeht. Mir persönlich gefällt die Variante sehr gut. Sie war ja ursprünglich gar nicht so geplant für die Vanguard, denn es hat sich dann erst im Verlauf von Squadron 42 ergeben, dass die Vanguard dafür genutzt werden muss. Darum gehe ich auch davon aus, dass sie in diesem Sinne genutzt wird als Schiff für Spezialkommandos, für kleinere Truppen oder eben, dass man auch mehrere davon ins Ziel bringt und davon dann zumindest ein Fireteam ordentlich am Boden ankommt.
Wir setzen natürlich hier nochmal als Abschluss für diese Vanguard Hoplite hier noch den Vergleich. Was macht jetzt die Vanguard Hoplite im Unterschied aus zur, sagen wir mal, Redeemer oder eben auch zur Prowler natürlich? Die Prowler selbst als großes Schiff, was im Concept Sail ist, ist tatsächlich ein Schiff, was dazu da ist, als Stealth-Schiff zu fungieren. Das heißt, sie soll sich unbemerkt anpirschen können, dann eben aber auch eine große Truppe absetzen können. Gerade dafür ist sie natürlich optimiert, um auf der einen Seite sehr viele Leute ins Ziel zu bringen, dann die Leute auch natürlich in irgendeiner Form zu schützen, wie zum Beispiel durch diese Shields, die sie selber hat, und schnell abzusetzen und schnell so wieder zu verschwinden. Die ganz im Anders, die Redeemer dazu, die ist ein Gunship. Das steht auch extra überall nochmal so in der Broschüre. Sie ist eigentlich ein Kanonenboot, was zusätzlich die Chance hätte, Personen abzusetzen. Dementsprechend darauf optimiert ist sie nicht, aber sie soll auf jeden Fall sehr viel wehrhafter sein als alle anderen Varianten. Ja, und wenn wir jetzt hier zur Hoplite kommen, die ist auch eine Variante. Das heißt, ursprünglich ist dieses Schiff nicht zu diesem Zweck gebaut worden, sondern das ist ein schwerer Jäger, ein Langstreckenjäger, der eben über weite Strecken auch diese Leute jetzt transportieren kann, dadurch, dass sie jetzt dieses Upgrade bekommen hat oder diese Variante vorhanden ist. Das bedeutet eben auch, dass die Hoplite sicherlich im Vergleich zu einer Prowler eben sehr viel weniger Leute absetzen kann, sehr viel angreifbarer ist, sehr viel verwundbarer ist, auch für die Besatzung, die dort da drin ist. Denn, wie gesagt, Rettungskapseln und Ähnliches gibt es sowieso nicht, wobei ich glaube, die gibt es in der Prowler auch nicht für alle. Anyway, wir wissen auf jeden Fall bei der Hoplite, dass sie ein Schiff ist, was als Variante dafür umfunktioniert wurde. Das heißt, Varianten funktionieren immer nicht ganz so hundertprozentig perfekt wie Schiffe, die direkt dafür designt wurden. Aber sie wird sicherlich ihren Dienst tun und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Marines von uns das Ganze dann empfinden werden, wenn wir sie das erste Mal nutzen. Übrigens glaube ich persönlich auch, kleine Spekulation von mir, dass die Vanguard nicht nur aus Squadron 42 Gründen zu diesem Schiff geworden ist, sondern weil man schon gesehen hat bei den Fans, dass die sehr, sehr gerne schon die Warden-Variante zur Absetzung von Truppen genutzt wurde. Also von daher, viel Spaß mit dem Schiff und ich gehe jetzt nochmal ein Schiff weiter, wie im Video schon angekündigt, denn ich gucke mir jetzt mal die 85X an und dafür würde ich sagen, mache ich einfach mal den hier. Und da sind wir wieder. Puff, zack, Hex, Hex, da ist sie jetzt weg, die Vanguard Hoplite. Stattdessen haben wir hier die Origin 85X Limited Edition, die ich hier noch habe vor mir. Ja, man sieht den Größenunterschied gleich sehr, sehr krass. Die Origin 85X ist natürlich verschwindend klein gegenüber einer Hoplite. Sie ist aber auch nur ein Snapfighter. Und dafür muss ich sagen, ist sie schon relativ bulkig. Also im Vergleich jetzt zu so einer P-72 Archimedes oder P-52 Merlin ist die 85X schon ein ziemlich massives Schiffchen hier. Man sieht es auch gerade an den Engines. Ziemlich groß, bulkig, hat ein bisschen was, erinnert mich wirklich ganz leicht auch an die Form von Origin, wenn man sie an die 300er-Serie denkt. Das kommt schon der durchaus nahe ran. Und sie hat natürlich einige coole Eigenschaften, die ein Snapfighter sonst bisher nicht mit sich bringt. Ich gehe mal kurz in den EVA und zeige sie mal so ein bisschen von außen, von oben meine ich, dass man so ein bisschen mal sieht, was das eigentlich für ein Schiffchen ist und wie sie sich so im Größenverhältnis macht. Was die 85X auf jeden Fall mitbringen soll, im Gegensatz zu den anderen Snapfightern, die wir so kennen, ist ein Quantum Drive. Das ist auf jeden Fall was ganz Neues, das ist was anderes, das haben die anderen Snapfighter bisher nicht. Das heißt, die sind wirklich nur für einen ganz klaren Transfer, zum Beispiel vom Schiff zum Planeten oder zurück oder zu einer Raumstation gedacht. Die 85X kann da ein bisschen mehr, sie kann immerhin schon eine kleine Distanz innerhalb eines Systems hinter sich bringen. Wie viel Quantum Fuel da jetzt drin sein wird, ich gehe mal davon aus, dass es nicht sonderlich viel sein wird, aber es wird auf jeden Fall reichen, um die ein oder andere Distanz zum nächsten Nachtclub hinter sich zu bringen. Außerdem hat sie eine gute Eigenschaft, die andere Snapfighter eben nicht mit sich bringen. Und zwar ist sie ein Zweisitzer. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, jemanden mitzunehmen, zu zweit in dieses Cockpit zu steigen. Und dadurch ermöglicht es einem natürlich auch sehr gut, dass man wirklich das Schiff sehr sinnvoll einsetzen kann. Gerade in der Funktion, für die es natürlich hauptsächlich gedacht ist. Und zwar natürlich als Beiboot der 890 Jump von Origin. Ja, und dafür ist sie natürlich auch entsprechend stylisch. Das bedeutet,
wer schon eine 890-Jump besitzt, der möchte jetzt auch nicht mit einer kleinen Kummerkiste zurück zum nächsten Raumhafen fliegen oder auf dem Boulevard landen, sondern hier muss man schon ein bisschen was im Design machen. Ist ihnen ganz gut gelungen, finde ich. Persönlich muss ich sagen, ich mag die Merlin lieber. Ich finde die P52, die hat einfach irgendwie noch was Retro-mäßiges. Das hier ist jetzt wirklich Overstyle, aber ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, denen das wirklich gefällt. Außerdem ist das Schiff tatsächlich gar nicht so schlecht bewaffnet für seine Größe. Wir haben hier nämlich insgesamt zwei Size 1 Fixed Mounts dran an den Flügeln. Die sind mit Longswords ausgerüstet. Die sieht man jetzt hier. Übrigens macht mir das ein bisschen zu schaffen, dass dieses Schiff hier so langsam abhebt. Aber na gut, das ist halt so. Es ist halt so ein bisschen so ein Showfloor. Ne? Das Schiff dreht sich sozusagen selbst um sich selber. Aber egal, das ist leider noch ein Bug. Anyway, wir haben also zwei Longswords hier Size 1 an den Flügeln dran. Und dann haben wir noch einen Unmanned Turret. Ebenfalls mit zwei Longswords ausgerüstet, also ja, Double Barrel sozusagen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist nie so richtig klar, wie dieser Turret nun wirklich an mir vorbeischießen soll, insbesondere unter unserem Cockpit lang. Das sehe ich jetzt hier noch nicht so richtig, aber gut, vielleicht muss man halt zur Seite zielen damit. Keine Ahnung, ich habe es im Kampf auch noch nicht ausprobiert. Ich würde es auch niemandem empfehlen, dieses Schiff ernsthaft in den Kampf zu führen. Muss man ehrlich sagen, es ist vielleicht darum, aus einem Kampf zu fliehen, aber ich glaube ehrlich gesagt, so richtig den großen Fighter-Erfolg wird man damit nicht haben. Sehr schick, das Leiter-Design gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt seht ihr auch, wenn man einsteigt, wenn jetzt hier nicht alles gerade verbuggt wäre. Nein, jetzt sieht man es. Schade. Sieht man auch den Pilotensitz, den Co-Pilotensitz neben einem. Also wenn ich jetzt hier mal rüber gucke, dort sieht man es ganz gut, wie das Schiff dann aufgebaut ist. Bevor ich jetzt hier noch weiter auf der Landeplattform weiter rumbagge, werde ich jetzt mal versuchen, den Start hier einzuleiten, um das Ganze mal ein bisschen in den Flug zu kriegen. Was mir extrem gut gefällt, ist, dass dieses Schiff wirklich wahnsinnig gut strafet. Also wenn ich mir dies angucke, die Steigrate ist schon sehr, sehr gut. Ich möchte jetzt noch nicht allzu viel sagen in Bezug auf das Flugmodell. Da werden sich Weezendozer und ich nochmal ganz ausführlich nochmal bis zu euch melden. Darum werdet ihr jetzt erstmal nicht auf die Flugeigenschaften eingehen. Auch, wie gesagt, zur Hoplite habe ich jetzt nichts weiter dazu gesagt. Ich wollte sie euch nur einfach mal im Flug zeigen. So sieht das Ganze dann nämlich aus. Ich finde ja, auch im Flug sieht man schon ganz deutlich, dass sie schon ordentlich eleganter wirkt, als wenn sie dann da auf diesem Landingpad steht. Mir gefällt es ganz gut, aber naja, das Design ist halt wirklich eine Geschmackssache. Ne? Das müsst ihr selber wissen, ob euch das Spaß macht, ob ihr das gut findet, so in dieser Art. Ich muss aber ehrlich sagen, als Transfercraft, als kleines Beiboot, mit dem man mal schnell über einen Planeten fetzt oder eben zum nächsten Ausgehhafen, wie auch immer ihr das ausdrücken wollt, dafür ist sie natürlich sicherlich ein super schönes Schiff. Und dadurch, dass man eben tatsächlich die Möglichkeit hat, jemanden mitzunehmen und das Ganze eben auch wirklich so zu gestalten, dass man zu zweit mit so einem Snapfighter mit einem kleinen Quantum Drive unterwegs ist, ist sie natürlich ganz schön. Wir sehen auch, das Radar ist noch nicht ganz fertig. Es wird auf jeden Fall noch Arbeit reinfließen, aber so bestimmte Dinge, die Origin einfach extrem gut kann, wie zum Beispiel solche Sitze designen, das ist natürlich einfach gelungen an dem Schiff. Wie ihr das Schiff empfindet, müsst ihr mir dann sagen in den jeweiligen Kommentaren. Ich persönlich muss sagen, ich finde es erstaunlich bulkig dafür, dass es ja wirklich eigentlich ein sehr schlankes Design soll. Andererseits, es ist ein Rennboot, es ist eine kleine Rennjacht sozusagen, die man hinten an der großen 890 Jump dran hat, und dafür wird sie sich ganz gut machen. Und ich glaube, ganz ehrlich, der Rest der Spieler, die nicht gerade auf dieses Origin-Design total abfahren, die werden sich dieses Schiff vor allem dann nehmen, um einen LTE-Token dafür zu haben. Denn dafür war es ganz sinnvoll. Die wurde ja relativ günstig noch verkauft. Ist der teuerste Snapfighter gewesen, aber nichtsdestotrotz für einen Token, um ein anderes Schiff darauf abzugraden, macht es natürlich Sinn. Ja, und von daher soll es das auch von mir aus gewesen sein. Das ist meine Vorstellung hier von der 85X gewesen und zuvor eben von der Vanguard Hoplite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und ihr habt ein paar neue Infos mit rausgezogen. Und natürlich bleibt up to date. Abonniert unseren Channel, wenn es um Star Citizen geht. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von den beiden Schiffen haltet. Von der Vanguard, von der 85X von Origin. Und natürlich liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat.
Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt und auch honorieren wollt, dass Dozer, nachdem er bis 1 Uhr morgens gearbeitet hat, dann nach der Weihnachtsfeier noch ins Studio gekommen ist, um diesen Patch aufzunehmen, und wir haben alle gemerkt, dass er nicht so richtig fit ist, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil, da könnt ihr uns für unsere Arbeit als Star Citizen-YouTuber unterstützen, und das würde uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr da einen kleinen Beitrag hinterlasst. Ja, im Endeffekt kann ich nur sagen, Star Marine werden wir ein bisschen später testen, das ist tatsächlich momentan noch sehr schwierig, das zusammenzumachen, da wollen wir aber ein ordentliches Let's Play für euch hingeben, also von daher bleibt dran, wir werden auf jeden Fall euch mit weiteren Updates über die Woche versorgen. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, und Sawyer verabschiedet sich mit einem alleinigen, ich bin ja allein in dem Ding, see you on the flight deck!